der Journey of His Life und heute macht der Boxenstopp bei Volle Kanne. Guten Morgen, Thomas Anders. Ich freue mich wie immer. Guten Morgen. Sehr schön, dich wieder zu haben. Ich glaube, vor allem in der Corona-Zeit hattest du uns sowieso fast jeden Tag, weil du bist jeden Morgen zu Volle Kanne aufs Laufband gegangen. Ja, das hat irgendwie, waren eben, ich kann es dir erzählen. Es war so, dass wir in der Maske waren und ich dachte, wir hätten schon eine Sendung zusammen gehabt, was nicht war. Aber ich habe dich so gut wie jeden Morgen bei der Vollen Kanne gesehen, weil ich war auf dem Laufband. Und deshalb, wenn man jemanden so jeden Tag täglich so auch zu Hause hat, ja, so denkt man, den kenne ich doch. Den kenne ich ja schon seit Jahren. Aber ich freue mich, dass ich zum ersten Mal bei dir bin. Ich mich auch, Thomas. Hast du denn immer die kompletten 90 Minuten Volle Kanne durchgezogen auf dem Laufband? Das beeindruckend. Nein. Ich habe immer so zwischen 40 und 50 Minuten gemacht. Trotzdem Wahnsinn. Die Frage ist natürlich, wenn du mal Pause machst, für uns interessant im Team, an welcher Stelle machst du Pause? Also auf was kannst du verzichten bei uns? Auf gar nichts. Also die 50 Minuten bist du durchmarschiert und so. Genau. Bei uns wird ja auch viel gekocht, auch heute übrigens wieder. Ja. Kann man denn aus deiner Warte bei uns auch überhaupt noch was lernen? Weil du hast jetzt dein zweites Kochbuch draußen. Wir werden dich nachher in Ibiza begleiten. Du meinst kochtechnisch irgendwas lernen. Mhm. Man kann immer was lernen, egal was, ob es zum Kochen oder ob es halt eben nur Lebenserfahrung ist. Also man kann immer irgendetwas mitnehmen. Und ich koche das wirklich sehr, sehr gerne, sehen wir das an. Und das ist immer sehr unterhaltsam. Meine Lieblingsrezepte sind ja zumindest in Teilen, glaube ich, auf Ibiza entstanden. Du hast ja da ein zweites Zuhause. Ja? Also das heißt, du kochst dort, probierst dich aus und manches davon schaffst du dann ins Buch. So ungefähr kann man es sehen. Ich meine, es kommt immer durch Ausprobieren. Also ich bin ja nun Autodidakt, ich bin nun kein gelernter Koch und ich koche wahnsinnig gerne und ich suche mir überall meine Rezepte. Und aus diesen Rezepten entwickeln sich dann im Laufe der Jahre wieder ganz eigene Rezepte. Also wenn man Sachen verändert und neu zusammenmischt oder neue Gewürze dazu nimmt. Und so sind dann eben ganz viele Rezepte aus dem neuen Kochbuch entstanden. Und ich koche momentan nur aus diesem Kochbuch. Ich liebe es. Also du kochst momentan nur aus meinem Kochbuch, ja. Obwohl der Mann, das muss man dazu sagen, über 150 andere Kochbücher noch, der sammelt die Dinger, plus Zeitschriften, plus Kochzeitschriften. Dass du überhaupt eine Zeit zum Singen hast, ist ein Wunder, Thomas. Ich freue mich auf unser Frühstück. Ich freue mich auch. Es gibt was zu essen, es gibt tolle Talks mit dir und wir haben jede Menge Themen vorbereitet. Ihre Fragen an unseren Gast per Mail vollekanne@zdf.de oder Sie kommentieren bei uns auf